Ja, ich habe mich natürlich habe ich in mein letztes Video reingeschaut und habe mal geguckt, was wir so machen wollten. Erst einmal herzlich willkommen zu einem weiteren Stream Medieval Dynasty. Ich sitze hier mit meinem Bogen in der Hand. Auch nicht so das Wahre. Hier wird schön Feierabend gemacht. Hier werden die Leute erstmal ausruhen von ihrem harten täglichen Arbeitswerk. Er sieht aus, als hätte er Kopfschmerzen. Hast du Probleme, Meister? Er sieht nicht gut aus irgendwie, ne? Keine Ahnung, was da los ist. Er sieht nicht gut aus. Der auch. Was machen die denn? Warum halten die sich ihr Gesicht? How are you? Lass mich dich mal genauer ansehen. Du bist doch glücklich in dem, was du tust. Egbert müsste noch glücklicher sein. Warum hält er sich den Kopf? Verstehe ich nicht. Ja, egal. Wir müssten eventuell, so habe ich es in meinem letzten Video gesagt, ja, ach, die haben Rücken. Na denn, so habe ich im letzten Video gesagt, dass wir wohl noch ein, zwei Felder mehr anschaffen müssen und halt für jede Aussaat, die man hier tätigen kann, ein Feld haben kann. Allerdings wären das schon einige. Vielleicht sind die nur müde. Von was? Die machen doch den ganzen Tag nichts. Die machen doch den ganzen Tag so überhaupt nichts. Ich bin am Verdursten und Verhungern. Warum sagt mir das keiner? Was ich heute machen möchte, ist auch, und das ist mir ein Bedürfnis, wir werden den Hühnerstall umfunktionieren, also umsetzen, dass wir vielleicht doch nochmal die Chance bekommen, die Hühner auch draußen zu begutachten. Das wäre zumal schon mal so ein bisschen. Okay, zu essen haben wir nichts. Tratsch, Tratsch. El Grandus Star Tratschus, ne? Dass wir die Hühner doch vielleicht mal raussetzen können. Keine Angst, ich werde keine 131 Fleisch braten, aber so ein paar. Gute Idee. Freie Bahn für die Hühner, genau. Ja, so ein bisschen murkst mich das ja schon seit vielen Streams. Und ich denke mal, neuer Hühnerstall ist eine gute Idee. Aber ich glaube, ich werde Hilfe benötigen, wie ich die Tiere dann in den neuen Hühnerstall setzen kann. Und den alten natürlich abreißen. Da brauche ich keine Hilfe für. Da weiß ich schon, wie das geht. Aber dass wir mal gucken, wie wir die dann umsiedeln. Inklusive deren Züchter. Und dann schauen wir auch mal, ob wir nicht hier El Grande Faulpelz wieder zur Arbeit kriegen. So, reicht, sagt der Staatsanwalt. Ja, ein bisschen was zu schnabulieren hier in der Tasche. Oder reicht auch nicht. Ganz ehrlich, ich brauche 15 Fleisch, um mich satt zu essen. Auch schwierig, schwierig, ne? Unsere Frau ist noch nicht mal zu Hause, aber was soll's. Hauptsache, das Kind schläft. Das war mein Bett, Fräulein. Ja. Wir haben ja tatsächlich immer noch ein paar unglückliche. Obwohl es geht, ne? So unglücklich sind die gar nicht mehr. Oh Gott, die nächsten sind schwanger. Ich dreh durch, ich dreh durch. Standbesitzer.
Gustava, die Bergarbeiterin, schwanger, na toll. Und die Kräuterkundlerin natürlich auch. Ah ja, die nächsten Babys. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Ich glaube, denen geht's hier echt zu gut. Denen geht es hier wirklich viel, 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 viel zu gut. Schauen wir mal einmal in die Materialkiste, was wir denn noch so anstellen können und wie der Stand der Dinge ist. Dunk und Dünger kann großartig aus. Wieso sind hier so viele Eimer? Kann hier großzügig verkauft werden. Säckchen haben wir jetzt auch da. Eisenerz ist da. Holzlöffel können schön verkauft werden. Holzscharen. Da haben wir ja richtig, richtig Gas gegeben. Leder haben wir immer noch zu wenig. Stelle ich gerade mal fest. 300 noch was Münzen. Ton geht noch so. Wolle, die können wir mal verspinnen. Da sollten wir sowieso mal als erstes hingehen, bevor unsere Tierzüchter da rangehen. Wenn man das junge Volk zusammensteckt, muss man sich nicht wundern. Aha. Aha. Nein. Sie dürfen ja. Also es ist ja nicht so, dass sie das nicht dürfen. Sie dürfen ja gerne noch das eine oder andere Kind bekommen. Habe ich ja nichts dagegen. Habe ich die Schuhschere eigentlich mit? Auf der 7. Denn wenn unsere Schafe jetzt gleich aufwachen, werden wir die gleich mal nackig machen. Oh Gott, die haben ganz schön viel drinnen, ne? Dran. Nicht drin, dran. Und dann gucken wir mal, ich glaube. Die Frage ist, was passiert, wenn ich jetzt den Hühnerstall kaputt mache? Einfach so. Was passiert dann mit den Hühnern? Das ist so die Frage, die ich habe. Weil die Position ist ja schon gut. Das müsste wahrscheinlich nur ein Stückchen weiter vor, dass die da rauskommen, ne? Weil eigentlich ist die Position des Hühnerstalls gar nicht so schlecht. Bau erst einen neuen und setze die dann um. Ja, aber ich finde diese Position nicht schlecht. Ich würde sie höchstens ein Stück weiter vorsetzen auf die Insel rauf. Aber ansonsten von der Position her finde ich es gar nicht so schlecht, ne? Einen wunderschönen guten Abend, lieber Andreas. Nimm Männer für die Arbeiten. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die schwanger werden. Ja, ich, obwohl, hast du nicht Dings geguckt hier? Wie heißt das? Mit Arnold Schwarzenegger. Ey, bevor ihr mich wieder schubst, ne? Ich will euch nur scheren. Wie schere ich sie? 7. Kann ich die noch nicht wieder scheren? Möchte ich scheren? Die gehen noch nicht wieder zu scheren, oder was? Ich dachte, die kann man einmal täglich scheren oder so. Oder stelle ich mich jetzt einfach nur zu blöd an? Hey! Will ich scheren? Ich glaube, alle 7 Tage. Ja, dann können wir die auch einzeln scheren lassen, ne? Ja, dann können wir die aber auch einzeln scheren lassen. Dann brauchen wir die ja nicht selber scheren, ne? Habe ich Holz in der Tasche? Holzstämme habe ich in der Tasche. Warte. Gebäude, Tierhaltung, Hühnerstall. Das Problem, ich würde ihn gerne so weit hier vorhin stellen
wollen. Die Frage ist, ob das möglich ist, ne? Kannst du mal von, ich wollte gerade sagen, kannst du mal von der Gans runterkommen? Es ist so ein bisschen ärgerlich irgendwie. Alternativ? Verkaufen wir alle Tiere, bauen das ab, bauen das neu und kaufen neue Tiere. Das ist die Alternative. Dann machen wir zwar ein bisschen Minus, aber es steht dann nach meinen Vorstellungen dort, ne? Das Schweinchen genießt den Schatten. Vielleicht muss aber auch nur AA. Um das mal nett auszudrücken. Die Frage ist, wo investiere ich mehr? Wenn ich jetzt einen Stall baue, wo ich sie reinsetze, um diesen Stall abzubauen und dann einen neuen Stall zu bauen, dass der da hinkommt? Oder ich verkaufe die Tiere und kaufe neue? Ich glaube, ich verkaufe die Tiere und kaufe neue, oder? Weil da, er steht dort gut. Hallo, Ferkelchen. Ich finde, er steht dort ausgesprochen gut, nur halt zu weit am Wasser. Ach komm, wir verkaufen die Tiere. Verwaltung, Tiere, Hühner, Henne. Verkaufen. Ja. Hahn. Verkaufen, ja. Und die Henne auch. Verkaufen, ja. So. Jetzt machen wir den Arm aber jetzt ein bisschen unglücklich, aber das ist mir relativ wurscht. Und jetzt zerstören wir den Hühnerstall. Ja. Ups, jetzt hätte ich ihm beinahe den Kopf... Beinahe den Kopf vom Hals geschlagen. So, wir bauen einen neuen Hühnerstall. Gebäude, nein, warte, Tiere. Hühnerstall. Und den setzen wir jetzt nicht so weit außen hin, sondern so ein bisschen rein. Das müsste eigentlich reichen, oder? Weit genug weg vom Wasser. So. Okay, mit den Stöcken wird es vielleicht schwierig. Oder mit dem Stroh, besser gesagt. Hallo, Danny. Danny, der Schotte. Dani, der Schotte oder Danny? Ha. Ich hätte sie einfach... Ja, toll, dass du das jetzt sagst, weißt du, Andreas. Dann wären sie jetzt kurz obdachlos, das hätte ich wissen müssen. Grummel. Oh, wir haben tatsächlich noch ein bisschen Stroh, aber es reicht nicht, ne? Daniel der Schotte, aha. Okay, wir brauchen noch ein wenig Stroh. Hier sind es 4 und hier sind es 6. 10 Stroh. Ich hol's schnell aus dem Lager. Steht ja schon... Nee, 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 nee. Ich habe extra im Chat geguckt und habe gewartet. Lieber Andreas, ich habe extra... Hallo, Ottoleinchen. Schön, dass du dich noch nicht ertränkt hast. Warum ist hier oben? Hä?
Warum ist das Dach kaputt? Oder warum muss ich das hier erneuern? Warum musste ich das jetzt erneuern? Das verstehe ich nicht so ganz, ne? Ich glaube, dein Stream hat einen kleinen Leck. Tatsächlich. Ich glaube, der Stream bei dir hat einen kleinen Leck. Wieso musste ich jetzt das Materiallager erneuern, da noch bauen? Hab ich das vergessen irgendwie? Dankeschön, Daniel, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Naja, kaufen wir uns frische Hühner, wir wissen ja, wo wir sie kriegen, theoretisch. Natürlich. Haben wir noch einen Hammer? Haben wir nicht, ne? Wir haben jede Menge Hammer in der Dings. Da. Jede Menge Hammer in der Kiste. Aber natürlich kein mit. So, Hühnerstall ist wieder fertig. Ich glaube, dann reiten wir mal schnell los. Oh Gott! Was ist hier los? Warum ist das tot? Warum ist denn das Gänseküken tot? Bist du gerade auf was raufgetreten? Oh, wie brutal! Oh mein Gott! Ich bin nicht draufgetreten! Nein! Wen hast du gerade mit dem Bauhammer geschlagen? Boah, was? Ich war das nicht! Wie damals auf den Hasen. Das war ja fast Absicht, aber das hier nicht. Oh Gott! Das ist schrecklich! Oh, es tut mir so leid. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt hier nicht wahr. Wir haben ein paar Gänseküken mehr, aber trotzdem. Oh Gott, ich hab da echt draufgehauen. Oh, ich bin ein brutal, ich bin ein sehr bösartiger Mensch. Oh, jetzt kann ich ja nicht mehr leben, ne? Das ist ja wirklich... Katastrophe. Oh, das kann ich ja gar nicht selber nicht verwenden. Also bei dem Hasen war das ja fast Absicht, aber... Nee. Ich töte doch keine Gänseküken. Warum? Wieso, weshalb? Boah, das ist so brutal, das Spiel, ne? Ich war nicht mal... Überleg doch mal, ich war mit dem Hammer ja noch nicht mal in der Nähe von dem Boden. Also das finde ich ja schon arg brutal, ne? Das finde ich ja schon arg dolle brutal. Oh,
Pflaumenbaumsetzling, siehste. Da können wir unsere Obstplantagen demnächst dann auch erweitern. Das finde ich jetzt aber echt bedenklich. Aua! Das finde ich jetzt aber echt bedenklich, dass ich da drauf gehauen habe. Oh, das ist wirklich... Oh, mein Herz blutet. Ist ja schrecklich. Aber... Bin ich heute zu blöd, in das Dorf zu reiten? Oder sind wir noch so weit weg? Das war der Hammer. Ausgeholt, getroffen und aus. Boah, Andreas, meine Liebe zu dir ist schon wieder grenzenlos. Ich mach dich traurig. Boah, ihr seid... Es ist typisch, Mann. Es ist typisch, Mann. Hallo, Küken sollte man mir nicht anvertrauen. Ich nehme den Hahn. Guck mal, die schubsen mich. Was? Hahn, kaufen. Hühnerstall. Hühnerstall. Leerer Slot. Und die Henne will ich auch. Hühnerstall. Leerer Slot. Ich behandle sie gut, also fast. Jetzt muss ich aber erstmal hier den Graf Koks von der Gasanstalt wie einen Job geben, ne? Wo ist er denn? Gottfried. Du brauchst einen Job, ne? Warte mal. Daniel, danke schön für dein Follow. Probier doch mal, ob es der Hammer ist. Wahrscheinlich ist es der Hammer. Warte mal, zurück. Gottfried. Leerer Slot. Slot. Boah, ich bin gerade mittelschwer erschüttert. Wenn so ein Stream anfängt, dann ist wieder alles drinne. Hühnerstall. Als Tierzüchter. So. Dann sollte der Gutste auch wieder gut gelaunt sein. 26 Jahre alt. Ah, passt schon, ne? Man kann nicht drauf treten, die schieben dich beiseite. Das habe ich gerade gemerkt. Also habe ich mit dem Hammer einen auf den Kopf. Ich bin ein sehr böser Mensch. Ich weiß gar nicht, warum ihr überhaupt noch hier seid. Also wegen meiner Reitkünste bestimmt nicht. Alter, das. Oh mein Gott. Wegen dem Hammer-Stream. Ha, ha, ha. Gott, was ist los hier? Ich habe keine... Hopfensetzlinge, sehr schön. Ich habe keine Dings mehr über meine... Keine Kontrolle mehr über meine Tasten. Ich glaube, ich muss in all die Sachen noch mal reinschauen jetzt hier, ne? Die hier am Wegesrand so liegen. Bin ja da mal stolz dran vorbeigeritten, aber ich glaube, es gab ein Reload, ne? Ein Respawn. Nicht Reload. Dankeschön für den Kaffee. Wenigstens Philipp hat... Mitleid mit mir, mit meinem Herzen. Dankeschön, lieber Philipp. Mein armes Herz weint. Bittere Tränen. Ich kann nicht lenken. Ich kann nicht schnell reiten und lenken. Das kriege ich irgendwie nicht hin.
Gibst du, du wolltest dir einen Snack sichern. Ich könnte jetzt ja sagen und sagen, ja, das liegt daran, weil die mir die Haare vom Kopf fressen. Aber das ist ja nicht so. Das ist ja ganz und gar nicht so, ne? Aber bei der Gelegenheit können wir gleich mal gucken, ob unsere Tiere jetzt aus dem Haus kommen, wo sie ein bisschen weiter weg vom Wasser stehen. Zumindest wissen sie jetzt, wo der Hammer hängt. Das ist so brutal. Ruhe, sonst kommst du im Pott. Aber die kommen wieder nicht raus. Die wollen das so nicht, oder? Kann das sein, dass die das nicht wollen? Ah, wir werden sehen, was die nächsten Tage bringen. Die müssen sich ja erstmal eingewöhnen. Lifu, danke schön für dein Follow. Und einen wunderschönen guten Abend. So, dann werden wir mal nach den Fallen gucken. Ach nee, ach nee, ach nee. Die armen Hasen daraus befreien und den armen Vogel. So, warte, hier, hier. Fallen und Rattenfalle. Zack. Alle Fallen wieder schön.